Wolkenkratzer hatten wir heute noch nicht, zwar schon mal bei Terroristenjagd, aber das zählt ja nicht. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Nee, Wolkenkratzer hatten wir bloß bei Terroristenjagd. Ja, eben. Ja, aber so. Ah, oh, schien ja einer raus. Oh, nee. Mit der Maus kann man nicht auf Nein drücken. Ich war gerade in der Nähe. Vielleicht findet er seine alte Vier-Tasten-Kombination nicht mehr und stimmt jetzt selbst über sich ab. Und die Slaps haben wir jetzt im Team, die waren vorher noch im Gegnerteam. Die mit dem kleinen L und dem großen I. Wenn wir jetzt verlieren, wissen wir, an wem es liegt. An dir. Nee. Das war doch so ein Goyo-Typ, oder? Als die Goyo- und Team-Eliminierung kamen, war das, glaube ich, ein Slap. Ich weiß es aber gerade auch nicht genau. Der Slap-Kollege macht aber auch nicht mit bei der Abstimmung. Ich weiß nicht. Jetzt dürfen wir nochmal warten, jetzt darf der die Karte noch laden, wenn es blöd kommt. Nein. Jetzt gehen die Slaps gleich, weil die merken, wir haben Nein gestimmt. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Zimmer ist auch. Oh, geil. Oben T-Zimmer, wie es scheint. Ja. Frau Frost haben sie. Sehr nett. Ich finde jetzt auch die Matten, ne? Was vorhin nachgelassen. Ich finde jetzt vermehrt Kapkan-Minen. Na, ah, die guckt durch den Türschlitz. Toll. Super. Die läuft eine Kamera raus. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Nee, ich war in meiner eigenen, die war gegenüber. Hör auf, du. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Wie sie läuft eine Kamera. Hey, jetzt hast du meine kaputt gemacht. Diese Anzeigen nerven viel zu viel in dem Spiel. Außenkameras machen die Slaps auch nicht kaputt. Nein. Ist doch nicht dein Falsch abgebogen. Er muss da einfach mal dran vorbeirennen. Das ist ein Arschloch, ey. Sie da drüben rein. Ach.
Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Ach. Matten, wo seid ihr denn? Na, da nicht. Ich werde entdeckt, toll. Ich werde die ganze Zeit markiert. Das geht bestimmt gut. Karaoke ist ja einer so. Ich gehe jetzt hier rein. Wird immer noch markiert. Ich geh doch mal da rein. Nur noch ein Gegner über den Behälter sichern. Da ist eine Matte. Ich bleib jetzt eh stehen. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, so. So. Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgt. Ich glaube, an der Tür, wo du da standest, jetzt zum aufgemacht hast, da war, glaube ich, eine Kappe. Nee, Kapkan hatten. Kapkan hatten sie gar nicht. Glaube ich. Weil der eine hat gesagt, Kapkan. Die hatten Kamerafrau, Frau Frost, Spritzenmann. Halt schon auf. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Klingt wieder wie oben. Ja, wobei direkt runter. Küche könnten sein. Ich bin gerade direkt über der Küche. Ja. Ja, roter Raum. Sehr schön. Der Bio Barbecue Raum. Hilfe. Alle markiert ohne Kapkan. Nein, der Slab ist am Türrahmen gewesen vom Barbecue Raum, ist da rausgesprungen und ist im Störsender gefahren. So, jetzt habe ich hier mein Telefon vor der Nase. 5 Sekunden. Zwischen welchen Fingern? Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Mann, ey. Von oben oder von unten? Von links nach rechts. Hast du bloß einen Finger? Oh. Außenkamera. Stimmt, du hast ja abgeschnitten an Weihnachten. Außenkamera war ich schon kaputt. Ich untergrabe Ihre Aufklärung. Die Aufklärung wird untergraben. Drohne wird losgeschickt. Helve aktiviert. Wechsel Magazine! Hinten bei der Bar war jemand. Na. Aber meine Frau wollte die Tür zumachen. An der Bar. Ich glaube, auf der Treppe bei mir ist einer. Deine Treppe ist Klo, ja. Nein. Na, oh, scheiße, war mein. Ja, einer. Klo, guck ich jetzt. Ist ja auch schön. Bleib einfach an der Ecke stehen. Mann! Ach, warum muss Kadi da jetzt hin, du Idiot, Alter? Ach, Quark. Oben, na. Eigener Druck wurde eliminiert. Hing schon wieder.
Oh ja. Da habe ich wirklich mal für Ja gedrückt. Er will jetzt einen Goyo-Trick machen. Genau. Oh. Hat er auf Kiste gelernt. Hauptsache mein böses Auge bleibt ganz. Nein, F5. F6 sind Zigaretten. Wenn es die noch gibt. Oh oh. Bin ich bei dem Gegner. Oh oh, es ist wieder Mobilenschilder. Mit Tank. Ich lade jetzt nach! Oh nö, jetzt macht er den Trick wirklich. Ah, stellt er einen neben mir auf? Nee. Na, ich baut schon wieder um. Gib schneller. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Hm, jetzt bloß Pappe. Das gefällt mir nicht mit den Schieben. Achso, Heck. Böses Auge ist bereit. Welchen müsst ihr weg haben? Oh Gott, der schmeißt. Ach Mann, Arschloch. Ich mache jetzt dein mobilen Schild kaputt. Danke. Naja, hatte ich Schaden? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, was machst du? Jetzt geht er da rein, Scheiße. Hätte ich nicht machen sollen. Fuse bringt an. Stimmt, der kann sich reinstellen. Warum machst du das denn? Wollte an die Ecke, weil kommt noch Platz. Lade neues Magazin. Immerhin sind sie weg für die Runde. Kali haben sie. Hätte gedacht, ich fliege raus. Na, Punkt ist mir egal. Hauptsache. Die nerven weniger. Bildträger haben sie auf jeden Fall. Ist der in dem Pub in dem Raum drüben, wo ich rein bin vorhin? Ja, sehen. Ich lade nach. Kommt wieder vor. Hm, Fenster hat mich. Fensterfuse. Karaoke. Ich merke hier. Hey, mal ruhig. Scheiße. Er ist noch draußen. Jetzt kommt er rein. Ja, nein, ist er ja nicht. Die Gegner sei mal ruhig, Mensch, hab ich gesagt. Sofort eingreifen. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Wenn du geblendet bist, dann dem Gegner von der Sicherung kann es ja nicht schaden. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Das ist ja von Haus aus aus, weil ich die wo umgebracht habe. Also die Textschreiberei ist bei den automatisch jetzt deaktiviert. Kann ich sie da aktivieren? Ja. Ich muss verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Mich gar nicht bis auf 5 Lebenspunkte runterschießen. Wände wurden befestigt! Ich setze meinen Trumpf ein. Wechsle Magazine! Ich ziehe eine kleine Schorb! Böses Auge bereit. Nur noch
Noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Innenkamera ist schon kaputt, die haben wohl die Schockdrohne. Ich glaube, das war EMP-Mann. Mit seinem Leuchterhelm. Da ist übers Pappe. Feuerschutz. Ah, Kollege schießt auf mich. Mann. Ey. Liegt hier noch irgendwo eine Spritze versteckt unterm Teppich. Greif mal danach. Jetzt kommt der Fuse wieder vor. Wo Alibi hinrennt? Erstmal ins Badezimmer. Jetzt raubt er da rein, der Fuse. Trupps. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Nur noch ein Gegner übrig. 10 Sekunden übrig. 5 Sekunden übrig. Den Biogefahrgutbehälter geschützen. Autsch. Was machen die denn, Hai, nun? Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Na, immerhin sind wir jetzt hoffentlich die Slaps los. Es wäre so schön, wenn Ubisoft das hinbekommen würde, wenn solche Typen einfach unter Gleichgesinnten spielen. Das habe ich ja schon so oft angesagt, aber das habe ich ja auch schon bei Battlefield 4 als gar nicht mal so schlecht empfunden. Das Matchmaking, die einfach immer in einen Raum, in eine Partie schmeißt. Gleichgesinnte unter sich. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und tschüss.